Stück. Den hole ich mir. Den hole ich mir. Der kommt in den Schwitzkasten. Knobelerbsen. Hä? Ah, hier. Oi! Hey, wir wollen unser Geld zurück. Oh. Was? Ihr seid mir gefolgt? Uns einfach diesen Dreck aufzuschwatzen. Geld her und ich mach Geschnetzeltes aus dir. Oder? Ich geb's dir zurück, ich geb's euch wieder. Dann sind wir quitt, ja? Juhu! Hey, warum tust du so etwas? Hm. Ah, mein Vater war Minenarbeiter und ist gestorben. Jetzt muss ich selbst Geld scheffeln. Oh. Deshalb ist es noch lange nicht in Ordnung, mit solchen Betrügereien Geld zu verdienen. Es ist kein Betrug. Ich gebe den Touristen nur ein bisschen Hoffnung auf Glück. Und lass mich dafür bezahlen. Und nur die Hoffnung alleine macht doch schon glücklich, oder nicht? Für mich ist das einfach mein Job. Oh, flippin' heck. Nun komm mal wieder auf den Teppich. Ich wette, diese edle Erbsen existieren nicht einmal wirklich. Doch. Mein Vater sagte immer, dass es echte edle Erbsen in der Wassergrotte gäbe. Doch am Ende starb er, ohne die Grotte jemals gefunden zu haben. Und hier bin ich. Der Welpe eines törichten Vaters, der sein eigenes Glück hinterherjagte. Auch wenn man noch so fest an das Glück glaubt, findet man es ja doch nie. Ich habe mich nur dazu entschieden, das auszunutzen, um Futter auf den Tisch zu kriegen. So kann man das sich natürlich auch zurechtdenken. Wenn das so ist, werden wir die echten Edelerbsen suchen gehen. What? Warte mal, Evan. Schon wieder so ein voreiliger Versprechen? Echt jetzt? Wir werden sie finden. Du wirst schon sehen. Was bist du denn für einer? Naja, Hoffnung mache ich mir zwar nicht, aber versuch dein Glück ruhig. Oh, Backe. Die Wassergrotte? Dein Ernst? Warum? Die ist riesig. Wenn das die ist, wie das ich denke, dass es ist. Ach, was macht man hier alles, um Mitarbeiter zu kriegen? Die Bewohner. Hallo. Hi. Euer Majestät, erinnert ihr euch an meine Wendigkeit? Ich bin Boris. Ich war Schmied in Katzbucken. Wenn ich das so sage, kommen gleich die Erinnerungen hoch. Am Tag des Dartsstreichs habe ich einige Leute auf meinen Karren geladen und bin mit ihnen ins Ausland geflogen. Right. Als Handwerker habe ich hier schnell Unterschlupf finden können, aber ich mache mir große Sorgen um all die anderen. Ich bin sicher, dass sie sich in eurem neuen Königreich bald wiedersehen. Ich werde der Erste sein, der dort auf sie wartet. Ba-da-da-da. Cool. Keine Angst, die Waffenherstellung ist bei mir in guten Händen. Es wäre mir eine Ehre, wenn ihr Gefallen an meinen Waffen fändet. Das könnte bitte immer so sein. Einfach einkassieren. Ach, das wäre schön. Hallo. Hey there. Hey, ich habe von dir gehört. Du hilfst doch ständig Leuten. Alle sind darüber überaus dankbar. Und dabei bist du noch so jung. Du inspirierst mich und ich will dir helfen. Wenn ich irgendwas tun kann, lass mich wissen. Hm? Du hast nach mir gesucht? Ich soll den Königreich übersiedeln? Ha! Nicht zu fassen. Damit habe ich ja nun gar nicht gerechnet. Noch vier! Thank you very much. Ich komme natürlich gerne in dein Königreich. Ich hoffe, ich kann dir eine Hilfe sein. Oh, so kann es bitte weitergehen. Das wäre so schön. Warte. Nee? Nee? Ah! Hä? Oh, bist du der Neue, der heute hier angefangen soll? Sehr vorbildlich. Schon vor der vereinbarten Zeit hier aufzutauchen. Der Neue? Ich glaube, du verwechselst mich mit jemandem. Hey! Hey! Du wirst dich zunächst mit den Auslieferungen kümmern. Wir haben einen Haufen Bestellungen. Die hier müssen jetzt unbedingt raus. Aber Auslieferung, Okay. Eine Lieferung unserer Spezialität. Den Wauzian-Nudeln.
Unser Motto lautet schnell, schneller, am schleckersten. Wir haben momentan 3 Bestellungen und müssen innerhalb von 3 Minuten bei den Kunden in Galderado sein. What? Was? 3 Minuten? Das ist absurd. Was denn? Mach dir um den Zubereiter mal keine Sorgen. Sag, wenn du bereit bist. Und ich koche alles blitzschnell fertig. Okay. Ich bin aber ganz schön langsam. Okay. Gute Antwort. Die erste Kundin wartet in der Nebenstraße entlang des Flusses. Sie ist höchstens halb so groß wie du und trägt einen Pagenschnitt. Pagenschnitt. Boah, Deutsch. Die zweite Kundin wohnt im höchsten Punkt in einer Nebenstraße. Sie ist sehr sexy und trägt rote Kleidung. Der dritte Kunde wartet vor einem Haus für immer, also Haus für immer ist Archiv, okay? Ein Dickerchen mit einem prächtigen Bart. Die Reihenfolge überlasse ich dir, aber du musst schnell liefern. Meine Wauzier-Nudeln müssen unbedingt heiß genossen werden. See you. Also Neuer, zeig mal, was du in dir steckst. Los, los, auf was wartest du noch? Ich kann aber nicht schneller rennen, als ich rennen kann. Das ist doof. Hallo! Lieferung! Und tschüss! Oh, Kacke! Ich habe schnell durchgedrückt, weil ich mich beeilen muss. Okay. Da lang. Da lang. Ah! Bin ich hier richtig? Glaube nicht! Ah! Was? Die wohnt da hinten? Eieiei. Hallo. Ach, die sexy. Alles klar. Oh. Oi. Was will denn ein hübscher Kerl wie du von mir? Hm, eine Lieferung? Ja, das sind ja sehr, sehr gut. Diese Wauzier-Nudeln muss man einfach heiß genießen. Danke. Tschüss. So. Ganz oben. Ganz oben, da wird man dich loben. Auf zur Spitze. Ah, nein. Nicht hängen bleiben. Hallo. Da. Ach, du bist das. Den kennen wir ja. Wie, eine Lieferung? Das ging ja flott. Ich habe doch erst vor ein paar Minuten bestellt. Vielen Dank, einfach klasse. Das Maukau. Markau. Ja. Schnell, schneller am Schleckosten. Das Motto ist nicht gelogen. Tidy. Damit sind alle Lieferungen abgejagt. Ab zum Laden und Bericht erstatten. 11 geht's. Bin ich betreten? Ja. Oh, jetzt können wir endlich mal die 3 Brocken geben. Hab ich voll vergessen. Hallo! Bitte sehr, 3 Brocken Silbererz. Damit kannst du doch deine Werkzeuge reparieren, oder? Ja, das wird reichen. Danke. Jetzt kann ich abgemacht als Schmied in eurem Königreich arbeiten. Oi. Bin mir sicher, dein Großvater wird es verstehen. Ich hoffe es. Ich werde auch für euch Ich werde für euch nur die beste Rüstung anfertigen und eines Tages wird Opa meine Entscheidung akzeptieren. Ich werde helfen, wo ich nur kann, damit dieser Tag bald kommt. Cool. Wird ja immer voller bei uns. Das ist gut so. Das ist super. Oh, meine 25 Talente. Komme ich nicht weiter. Ich brauche auch mehr Talent. Talent. Ganz viel Talent. Sonst brennt's. Hallo. Hey, Neuer. Gute Arbeit. Du bist eingestellt. Ui. Hör mal, Onkelchen, was das angeht. Oh. Was? Du bist gar nicht der Aushilfe? Ich habe dich verwechselt. Warum hast du das denn nicht gleich am Anfang gesagt? Das habe ich doch. So. Nimm das hier als Entschädigung. Sie ist als Zeichen meiner Dankbarkeit für die geleistete Arbeit. Oh, ein Kochbuch. Damit kannst du den Geschmack aus meinem Laden jederzeit nachkochen. Guten Appetit und lass es dir schmecken. Oh. Vielen Dank. War teilweise schon höllisch anstrengend, aber Ende gut, alles gut. Cool. Das war eigentlich nicht das, was ich wollte, aber gut. Mitarbeiter gesucht. Hallo.
Er sieht aus wie ein Igel. Du verhältst dich ziemlich verdächtig. Vielleicht fallen andere auf deine Masche rein, aber ich bin nicht so leicht zu täuschen. Dann mal her mit deiner Einreiseerlaubnis. Hm? Eine Reiseerlaubnis? Ha! Du hast keine? Wusste ich doch. Du bist ein Spion. Du willst bei uns rumschnüffeln. Hab ich recht? What? Was? Wie kommst du denn auf so eine Idee? What the? Hey, Pinscher! Belästigst du schon wieder herrenlose Reisende? Du hast mir rein gar nichts zu sagen, kapiert? Wenn ihr nicht so schlampig wärt, müsste ich nicht eure Arbeit machen. Immer dasselbe mit ihm. Entschuldigt vielmals, werter Reisender. Das war Pinscher. Er hat so seine Probleme mit Reisenden. Er erwähnte etwas von einer Einreiseerlaubnis. Yes. Das ist nur eine seiner Hirngespinste. Es gibt keine Einreiseerlaubnis oder so. Oh. Ah, da bin ich beruhigt. Der Junge bereitet uns wirklich Kopfzerbrechen. Er hat gerade mal mit der Ausbildung angefangen, aber tut schon so, als müsse er allein das ganze Land beschützen. Nichts von dem, was wir sagen, kommt in seinem Dickschädel an. Wenn wir ihn nur irgendwie zur Vernunft bringen könnten. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Pinscher sich nicht ohne Grund so aufführt. Er wirkt sehr entschlossen. Ich wüsste gerne, was dahinter steckt. Ich rede doch einmal mit ihm. Und dann machen wir das. Er ist bestimmt wieder am anderen Ende der Stadt. Eieiei. Ach, da ist er. Ich sehe ihn schon. Auf ihn mit Gebrüll. Du wirst mir. Hä? Ist er schwimmen gegangen? Ach, da. Blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Was? Denn, was denn? Du schon wieder? Ich bin gerade auf wichtiger Mission. Lass mich in Ruhe. Was für eine Mission denn? Ich beschatte die beiden dort drüben. Die unterhalten sich schon verdächtig lange. Das könnte nur Spione sein, die gerade einen fiesen Plan aushecken, um Goldorado zu stürzen. Für mich sehen sie wie ein normales Pärchen aus. Klappe halten! Du hast mich voll aus dem Konzept gebracht. Ich brauche eine Pause. Hey, du störst mich nochmal. Okay, ich störe dich nochmal. Okay, er spielt also gerne Wachposten und denkt, alle seien Spione. Hat er zu viel Fernsehen gesehen? Oder zu viele Fantasy-Romane gelesen? I don't know. Vielleicht finden wir es ja jetzt heraus. Ich hoffe, es ist nicht wieder so ein trauriges Schicksal wie bei den anderen. Das war ja echt zum Heulen. Wie die einfach von dem Monster gemobbt werden. Kann er mir ja nur leid tun. Was macht der Kleine im Spiel Casino? Raus da, du bist unter 18. Pinscher. Dein Ernst? Ach, du bist schon so lästig. Wenn du so weitermachst, reiße ich mir noch meinen Geduldsfaden. Auf welcher Mission bist du jetzt? Dieser Gruppier verhält sich sehr dubios. Er steckt sich garantiert die Gewinne in die eigene Tasche. Woran erkennst du das denn? Mein astreiner Instinkt sagt mir, das ist doch klar. Was? Er hat einen astreinen Instinkt? Poliert er denn immer? Kann ich weiter tatenlos zusehen, sonst geht das halt noch vor die Hunde. Remy ist schon voll drin. Es ist Zeit zum Handeln. Ich werde Sextinius persönlich darum bitten, mich zum Soldaten zu machen. Oh nein, Junge. Da geht er hin. Oh nein. Das kann doch nicht sein Ernst sein, oder? Was stimmt mit dem nicht? Vieles, ja, ich weiß. Noch mehr. Noch mehr Ausrufezeichen. Hallo. Hm,
Pudel, alles klar. Na, junger Mann, willst du dir die Zukunft voraussagen lassen? Oh! Wenn ich schon mal hier bin, warum eigentlich nicht? Ein hell leuchtender Stern. Du beschreitest einen endlosen Pfad. Bleibe diesem Pfad treu und du wirst irgendwann die Welt verändern. Es ist ein steiniger Weg, doch dir stehen unzählige Sterne zur Seite. Wenn du dir dessen stets bewusst bist, werden deine Wünsche sicher in Erfüllung gehen. Gosh! Wirklich? Das hat mir jetzt irgendwie neue Ansporn gegeben. Ui! Hey, Heaven! Sollen wir den Typen nicht fragen, ob er mit uns kommt? Ich meine, der hat einiges auf dem Kasten. Ein verlockendes Angebot, aber ich verlasse meine Heimat nicht. Wenn ich jetzt gehe, glaubt man sicher, ich sei davongelaufen. Wieso denn das? Vor grauer Zeit ist mein Name in diesem Land in Verruf geraten. Ich selbst weiß nicht einmal, warum das passiert ist. Deshalb weiß ich auch nicht, was ich dagegen tun könnte. Really? Kannst du nicht einfach einen Kristallkugel fragen, was da los ist? Das habe ich selbstverständlich schon getan. Zwei hellstrahlende Sterne sollen mich vor der Vernichtung bewahren. Moment mal, sollen das etwa wir sein? Oh, wenn wir den Typen also aus der Patsche helfen können, heißt das, dass seine Voraussage wahr werden. Stimmt, wir werden das in der Hand nehmen. Ja, in der Hand nehmen, ja, alles klar. Woher kommen denn die schlechten Gerüchte über dich? Die Sterne weisen auf das Casino Sechs Augen. Die schlechten Gerüchte. Ich will aber Gerüche sagen. Schlechten Gerüchte scheinen etwas mit dem Glücksspiel zu tun zu haben. Alles klar, wir sollen News erwinnen. Ich will erstmal. Blumiges Weihwasser. Ich will das blumige Weihwasser. Hey there! Naschwurz. Lecker! Süßigkeiten! Hey, Bubi, du bist fremd hier, oder? Du kommst viel rum, nicht wahr? Ja, kann man so sagen. I need your help. Du bist vertrauenswürdig, ja? Oh! Ja, ich hab schon. Alright. Dann habe ich eine kleine geheime Bitte an dich. Ich möchte, dass du etwas besorgst, das es in Goldorado nicht gibt. Etwas, das in Goldorado nicht gibt? Eine Rotznase wie du weiß das wohl nicht, aber Goldorado ist berühmt für seine äußerst scharfen Gerichte. Tag ein, Tag aus. Immer nur scharfes Essen. Oh je, jeden Tag nur scharfe Dinge zu essen ist bestimmt hart. Unglaublich, oder? Es ist ja auch nicht so, dass alle Bewohner Goldorados scharfes Essen mögen. Es gibt auch Leute, die lieber süßes Essen mögen, zum Beispiel ältere Männer wie ich. Ich verstehe, also soll ich dann jetzt etwas Süßes für dich raussuchen? Yes. Oh ja, etwas, das ich schon seit Jahren gerne essen würde, ist in Roswelder Pink. Eine pinke Torte aus einem fernen Land, kannst du mir die bringen? Auf deinen Reisen wirst du sie doch sicher irgendwo finden. Bitte bring mir eine, wenn du sie hast. Alright. Das ließe sich machen, aber wäre es nicht schneller, wenn du selbst gehst? Nee, das ist ausgeschlossen. Meine Familie weiß nicht, dass ich verrückt nach Süßen bin. Ich will auf jeden Fall verhindern, dass mein Umfeld davon erfährt. Bitte, erfülle mir meinen Wunsch. Ich werde dich auch belohnen. Okay. Ah, so viele Aufträge. Oh. Hallo. Thank you very much. Oh, du bist Evan, oder? Danke, dass du Onkel Dorge von den Glücksspielen weggeholt hast. Er war voll cool, als er noch gearbeitet hat. Aber dann hat er sich verletzt und hat sich total verändert. Seitdem spielt er auch gar nicht mehr mit mir. Ich habe mir die ganze Zeit aber solche Sorgen gemacht. Aber jetzt wird er bestimmt wieder der coole Onkel, der er vorher war. So. Er wird übrigens das Land verlassen, weißt du? Was? Er wird in deinem Land arbeiten? Wie toll! Das macht mich ganz neidisch. Er arbeitet schon lange bei uns. Darf ich denn auch mitgehen? Das klingt so aufregend. Ich bin auch eine richtig gute Kämpferin mit der Lanze. Als Leibwächterin wäre ich unschlagbar. Cool. Endlich haben wir Lanzeneinheiten. Ich muss zwar noch viel lernen, aber ich strenge mich ganz doll an. Ich habe vergessen mitzuzählen. Verdammt. Ahoi. Hey there. Oho, ich bin Schnauzer, der beste Zimmermann dieses Landes. Bist du nicht dieser Nasach schon, dieser neue König, von dem die Leute sprechen?
Hab schon eine Schwarze von dir. Was? Schwarze von dir gehört. Bist ja ein ganz ausgefuchster was? Wenn ich mir dich so ansehe, scheinst du ja ganz schön auf Draht zu sein. Okay. Du willst mich anwerben? Puh. Angst hast du vor mir also auch nicht. Sehr gut. Hast das Herz am rechten Fleck. Ich glaube an deine Vision und werde dein Angebot annehmen. Kann so weitergehen. Und wenn dir eine Ärger macht, sag mir Bescheid. Ich lasse den Hammer kreisen wie kein anderer. Ich mache alles platt, was muss. Boah. Was habe ich hier noch? Hallo. Komm schon. Ach, wen haben wir denn da? Bist du nicht Evan? So. Der Evan, der immer so hilfsbereit zu allen ist? Du bist ja wirklich ein ganz lieber Junge. Wer sich so viel Mühe gibt, hat einen Lob verdient. Wann hast du das gemacht? Ja, ganz fein. Also, du wolltest mich was fragen? Worum geht es denn? Huh? Ach nein, einladen willst du mich. In dein Königreich? Dieser König Evan, das bist also tatsächlich du? Weißt du was? Warum nicht? Ein Tapetenwechsel hat doch noch niemandem geschadet. Und wer sich so toll an andere kümmert, gibt bestimmt einen prima König ab. Ja, wir dürfen unseren 26 Leuten näher kommen. 25. Verdammt. So, dann wollen wir mal diesen Kleinen hier zu ihren Eltern zurückbringen. See you. Bis bald, Evan. Wir sehen uns in deinem Königreich. Ach, das ist die Kinderaufpasserin. Von der habe ich vor Stunden schon mal gehört. Hey! Lass mich einfach mit 16 reden. Meine Ausbildung war lange genug. Ich will endlich Soldat werden. Ridiculous. Tu schon wieder. Wie oft muss ich es noch sagen? Unbefugte haben hier keinen Zutritt. Spiel woanders. Ha! So leicht lasse ich mich nicht aufhalten. Was willst du? Lass mich einfach in Ruhe. Excuse me? Sag mal, Pinscher, wenn du wirklich Soldat werden willst, komm doch nach Minneapolis. Du hast großes Potenzial. Nein, danke. What? Was? Wieso? Ich werde der beste Soldat sein, den es je gab. Wie sollte ein schwaches Winzland wie deines mir auf diesem Weg helfen? Aber ich überleg's mir, wenn du mir beweisen kannst, dass du was drauf hast. Zum Beispiel, wenn du die Oinkwürms einkassierst, das ist eine Bande gefürchteter Gesetzlose. Oh. Wirklich? Also gut, ich nehme dich beim Wort. Wir werden die Oinkwürms besiegen und dann kommst du mit mir. Und uns. Was jetzt? Einfach so? Weißt du überhaupt, wie viele das sind? Ich bin allergisch gegen Aufschneider. Nur, dass du es weißt. Gosh. Ist mir nur recht. Dass es so viele sind. Ich nehme meine Soldaten mit und dann wirst du schon sehen, wozu unser Winzland in der Lage ist. Militäreinsatz. Juhu! Ha! Ich würde nicht auf dich wetten. Das sind immerhin gesuchte Verbrecher. Jedenfalls müssen sie in den unendlichen Heiden zu finden sein. Wehe, du sagst, dass du hättest sie nicht gefunden oder so. Hä? Du wirst noch Augen machen. Versprochen ist versprochen. Nice. Es ist halt wirklich ein Militäreinsatz. Eieiei. Oh, der ist vor der Haustür. Ah, ich muss halt kurz was gucken gehen. Ich muss kurz nach unseren Talenten gucken gehen. Das ist nämlich jetzt ganz wichtig. Ja, sehr sogar. Eieiei, ach, ist das chillig. Eieiei, was ist auf dieser Minimap los? Oh, Geld. Huh. Ich muss die Bank unbedingt größer machen. Da war das Wort. Ah, ne, warte. Talente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, meine Nase juckt. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Oh, boah, Punktlandung. Rang des Königreichs gestiegen.
und jetzt? Das war's? Ach, Manu. Ich will mal Talente zuweisen. Aber... auch mehr Geld. Mich gemobbt. Hier könnten wir noch jemanden zuweisen. Ach, hier nicht noch, ja. Und... hier das Rüstungsschmied, Zimmermann. Was haben wir denn noch alles nicht? Geben wir immer mal 9 Mark. So. 4 Magie und Natur. Okay. Schmied, Rüstungsschmied, Zimmermann. Ich hab Haufen Schmiede. Kindergärtner. Sowas? Warte. Gärtnern. Sie dafür nicht auch beendet sein? Auf mit ins Hobbyfeld. Okay, was haben wir hier noch Schönes? Der Hof. Haben wir dafür noch jemanden? Möchte jemand nicht auf den Hof kommen? Ganz Schmiede, Leute, ey. Luffy-Küche, Waffenwerkstatt. Schmied. Eignet. Alle so geeignet hier. Ich brauch Geld. Weil die kommen wirklich alle aus Galderado, das muss ich mal überlegen. Ich brauch Geld? Unglaublich. Haben wir hier noch jemanden? Oh ja. Das freut mich. Brauch dich aber eher hier. Okay, so. Zimmermann kommt erstmal mit hier rein. Na gut, den Schiffszimmermann kann ich noch nicht zuweisen. Da. Thron mitnehmen. Hey. So, jetzt kommen die auch zurecht. Yay, dann können wir die Hauptquest weitermachen.